Hallo Leute, heute wollte ich euch 2-Mini-Items für die Beta, für 1.0.0 vorstellen. Ja, es ist endlich gepatcht worden. Und weil ich gerade mit der Beta erzählt habe, ich habe so viele Mods über die Beta gemacht, darum habe ich irgendwie das Beta gerade im Kopf. Also, 2-Mini-Items, keine Sorge, für 1.0.0. Wenn wir jetzt draufklicken, könnt ihr sehen, wir haben erstens hier mal da oben die Zeile hier. Was das hier bedeutet, Delete Mods, was das ist, habe ich... Ah, mit dem kann man halt das ganze Inventar löschen. Da oben, also das ist da. Mit dem hier kann man Creative Modus anmachen. Kann man fliegen. Oder man drückt nochmal und macht wieder aus. Man kann Regen, jetzt ihr könnt jetzt sehen, Regen aus. Jetzt Regen an. Ihr könnt es... Jetzt mache ich mit Regen so. Ihr könnt es Nacht... Also Halbdämmerung machen. Ihr könnt Tag machen. Ihr könnt fast Nacht machen, also diese Halbdämmerung. Und ihr könnt Nacht machen. Ihr könnt auch wieder Tag machen. Zoom. Das war eigentlich die oben, die komplette obere Reihe. Jetzt kommt hier diese Reihe. Too Many Items wurde bei 1.8 hier ersetzt. Also hier oben steht nicht Next und hier unten steht nicht gar nichts. Keine Ahnung, was da unten steht. Dann hier sind zwei Pfeile und 1/4. Oh, auf der ersten Seite nichts Besonderes, auf der zweiten Seite ist noch was Besonderes. Hier noch der dritten könnte was, auf der vierten sind nur Getränke, wirklich mal wirklich geil. Was ich aber jetzt gucken wollte, ist jetzt, ich muss unbedingt jetzt in den Ender. Ich muss gucken, ob da irgend sich was verändert hat. Wenn ja, dann weiß ich es jetzt. So, nein, es hat sich nichts verändert, immer noch das gleiche, alles mit dem Drachen. Ja. Jetzt kommen wir zur Installation. Also hier habt ihr diese 2-Mini-Items-Datei. Die entpackt ihr. So, den Ordner tut ihr etwas nach unten. Öffnet den Finder, Library, Application Supports, Minecraft. Windows-Besitzer unten, Prozent, AppData, Prozent, roaming.minecraft, bin. So, müssten wir hier drin sein. D.minecraft öffnen mit Archivierungsprogramm. Dann die Minecraft.jar, Minecraft.jar umändern. Und den Ordner in Minecraft.jar. Windows-Besitzer mit dieser Minecraft.jar öffnen mit Winrar. So, dann suchen wir nach dem Meta-Inf-Ordner. Groß geschrieben, löschen, sonst verhindert er es dem Mod und ihr bekommt einen Blackscreen. Wir öffnen 2-Mini-Items. Hier sehen wir sehr viele Dateien. Wenn wir hier sehen wir eine TMI.png-Datei. Das hat halt diesen Tag- und Nachtrhythmus. Wir kopieren alles einfach von 2-Mini-Items. Wir fügen das einfach in die Minecraft.jar. Für alle Anwendungen ersetzen. So. Jetzt öffnen wir noch Minecraft. Logging in. Mal gucken. So. Da, kein Blackscreen. Wir können die Welt holen. So. Saving Chunks. Ladet gerade noch. So. Okay. Ja, wir sind in der Schneewelt gespawnt. Nicht schlecht. Ihr sehen könnt, 2-Mini-Items habe ich. Da oben Creative Modus an, aus. Kann man alles machen. Ja, das war der ganze Tutorial. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bitte bewertet und wenn ihr das Tutorial, also wenn es euch gefallen hat, bitte ein Abo. Ich würde mich darüber freuen. Bis dann, Leute. Wir sehen uns beim nächsten Mod-Tutorial. Tschüss.